drüber reden. Meine Vorsätze für dieses Jahr, Leute, für mein 22. Lebensjahr, meine Vorsätze. Erstens, fett werden. Also so 20 Kilo zunehmen oder so nochmal. So bisher, wisst ihr ja, ich habe ja schon so 7,5 Kilo zugenommen. Aber das reicht natürlich noch nicht. Nochmal so 20 Kilo oben drauf. Das ist so mein Ziel im 22. Lebensjahr. Ansonsten bin ich gar nicht glücklich. Also Real Talk so. Ich muss sagen, mein Leben war früher nie so geil. Habe ich euch erzählt, wir hatten nie so viel Geld und so, ne? Aber an sich muss ich sagen, bin ich echt glücklich. Also ich habe eine sehr tolle Community, mit der es immer wieder Spaß macht zu streamen so. Ich habe einen sehr guten Kumpel, mit dem ich mich sehr gut verstehe, mit dem ich sehr viel Spaß habe. Also eigentlich, was ich mir so wünsche für mein 22. Lebensjahr ist eigentlich, dass es so bleibt, wie es ist. So, ne, mit Streaming, also eigentlich alles so mit Streaming, privat und so. Abgesehen vom Gewicht, wie gesagt, da würde ich gerne ein bisschen zunehmen, weil ich ja schon ein Lauch bin und also vom Aussehen her, okay, ist Nebensache, aber auf dem Gesundheitlichen ist es natürlich nicht gesund, wenn man, egal ob jetzt übergewichtig oder untergewichtig ist, ist das natürlich nicht gesund für den Körper, deswegen würde ich gerne einfach zunehmen, dass ich normalgewichtig bin und nebenbei ist es natürlich auch fürs Aussehen gut, dass man nicht mehr so ein Lauch ist und so und auch generell einfach, ne, stärker wird, dies, das, Sport machen kann, blablabla. Und das wünsche ich mir so, aber wie ansonsten bin ich eigentlich echt, ja, zufrieden, wie es ist und kann mich nicht beschweren. Und das habe ich euch zu verdanken. Ohne jetzt schleimen zu wollen, aber ihr seid schon echt cool manchmal, ne? Ich habe eine sehr unterstützende Community, aber auch eine sehr lustige Community, die mal irgendeinen Blödsinn in den Chat schreibt und ja. Hoffe, dass es halt auch so bleibt, dass ich euch weiter gut unterhalten kann. Jetzt auch noch mit YouTube-Videos alle 2 Tage, im Idealfall, wenn es alles so läuft, wie es soll. Und hoffe, dass ihr mich auch bei anderen Projekten unterstützt. Wie gesagt, Fortnite ist ein bisschen ausgelutscht. Ich will andere Projekte machen, wie Warzone spiele ich ja relativ viel im Stream auch. Valorant ist neu, macht Spaß, ab und zu mal ein Rundchen. Ansonsten ein bisschen Variety, mal einfach so das Verfahren, mal eine Runde Overwatch oder mal eine Runde League of Legends mal nebenbei, so einfach so. Dass ihr auch da vielleicht mal reinschaut, mal mit am Start seid. Weil wir natürlich bei jedem Game, egal was wir machen, ob jetzt Fortnite oder auch nicht, natürlich auch es darum geht, nicht nur um das Game selber, sondern auch um ein bisschen Just Chatting, einfach ein bisschen Talken. Für mich persönlich jetzt, das muss natürlich jeder für sich entscheiden, aber für mich persönlich jetzt auf Twitch geht es natürlich bei einem Streamer auch um das Spiel. Man muss das Spiel natürlich auch halbwegs cool finden, aber auch um den Streamer selber. Das heißt, wenn ich jetzt einen Streamer habe, den ich sympathisch finde oder so, dann gucke ich den auch, wenn ich das Game vielleicht nicht so feiere. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn der eine oder andere auch mal bei anderen Games mal reinschaut, mal Hallo sagt und so. Natürlich ist klar, dass nicht jedem jedes Game gefällt. Ist ja ganz klar. Aber mal trotzdem einfach mal Hallo sagt oder weiß ich nicht. Bisschen dabei ist, bisschen mittalkt, bisschen im Chat auch schreibt und so. Und ja, das wünsche ich mir eigentlich für dieses Jahr. Und weiß ich nicht, mehr gibt es dazu eigentlich zu sagen. Ich wünsche mir, dass YouTube erfolgreich wird, im Sinne von, dass euch die Videos gefallen. Nicht im Sinne von Reichweite so. Wenn jetzt 1, 2 Zuschauer mehr kommen, ist natürlich geil. Da sage ich jetzt nicht nein, natürlich nicht. Aber auch hauptsächlich, wie gesagt, sind die Videos natürlich dafür da, dass die Leute, die im Stream vielleicht nicht so aktiv sein können oder wollen, weil einfach Streams gehen ja auch lange, so 5 Stunden. Nicht jeder hat 5 Stunden Zeit zu gucken, so ist klar. Dass trotzdem durch YouTube einfach so Themen, die wir besprechen im Stream, dass ihr die mitbekommt. Als Beispiel, wie gesagt, das Video, warum wurde der CT-Clan aufgelöst, so Sachen, ne? Das ist natürlich, wir haben irgendwie 160 Member oder so gehabt im CT-Clan, aber als ich über das Thema geredet habe, warum der aufgelöst wurde, waren ja nicht alle 160 im Stream gerade aktuell dabei, ne? Und für die Leute, die wundern sich natürlich trotzdem, hä, warum gibt es den Clan nicht mehr, warum nennen sich alle um und so? Und dafür ist YouTube quasi da, einfach, ne? Generell für eine kurze, kompakte Zusammenfassung des Streams, dass die Leute trotzdem wissen, ah, okay, das und das wurde besprochen im Stream, darum geht's und so. Ja, deswegen hoffe ich, dass YouTube in der Hinsicht erfolgreich wird, dass ihr da die Videos cool findet, dass ihr sagt, hey, gut geschnitten, schöner Talk gehabt, dies, das, hat mich unterhalten. Und das wünsche ich mir für dieses Jahr, dass die Cutter nicht aufgeben, dass die Cutter motiviert bleiben und weiterhin Videos schneiden. Das hoffe ich natürlich auch, dass wir es auch mal durchziehen können aktiv, weil wir hatten schon öfter viele verschiedene Cutter, die auch die Videos gut geschnitten haben, aber durch verschiedenste Gründe, ob sie jetzt keinen Bock mehr hatten oder ob dann Schule dazwischen kam, ne, viel Hausaufgaben, Prüfungsphase, was auch immer, dann immer aufhören mussten und dann einfach keine Zeit mehr hatten für YouTube-Videos, was ich immer schade fand, weil das kann man natürlich nie im Voraus wissen so. Ja, das hoffe ich halt einfach, dass YouTube erfolgreich wird, ich ein bisschen was zunehme und ansonsten, wie gesagt, dass alles so bleibt, wie es ist. Dass ich weiterhin eine coole Community habe, die ich unterhalten kann und die mich unterhält durch die tollen Nachrichten im Chat immer. Und ja, keine Ahnung. Das war es eigentlich so viel dazu. Und ja, mehr gibt es zu dem Thema eigentlich zu sagen. Ich hoffe auf ein weiteres wunderschönes Jahr und bin jetzt 22. Drogen, ich meine, wenn man sich kontrollieren kann, juckt nicht. Kurzer Real Talk hier. Meine Meinung zu Drogen ist auch so, wenn man sich kontrollieren kann,
Also wenn man, also Dosis macht das Gift bei allem so. Egal ob jetzt bei Drogen Alkohol, bei Drogen Gras, bei Drogen LSD, was auch immer. Ich finde, solange man sich kontrollieren kann und solange man weiß, was mit einem passiert, wenn man diese Drogen nimmt oder auch was passiert, wenn man zu viel nimmt oder so, ne, wenn man sich im Klaren darüber ist, was man tut und nicht einfach irgendwie eine Pille schmeißt, weil man denkt, man ist dann cool, dann finde ich es doof. Aber wenn man sich vorher informiert oder ne, erzählen lässt, hey, das und das passiert mit dir, das und das passiert bei einer Überdosis, dann bist du halt im Arsch so, dann finde ich es auch nicht schlimm. Ne, muss ja, also ich selber mache es jetzt nicht gerade, ne, aber wenn das jetzt, ich habe auch Freunde, die machen, die nehmen Drogen so und wenn sie das machen und wie gesagt, sich darüber bewusst sind, was sie tun, dann sollen sie das machen so, da, keine Ahnung, ist halt deren Leben und auch die Folgen kennen, sodass es natürlich auf Dauer auch schädlich sein kann, je nachdem, was du nimmst, muss jeder für sich wissen so, ne, ich bin nicht so deren Aufpasser oder Papa so, dass ich sage, hey, hör auf, das darfst du nicht nehmen, böse, 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 ich zeig dich an so, nee, kann man so die Einstellung haben, natürlich bin ich keinem sauer, wenn man sagt, hey, ich will da ne, halt schauen, was meine Freunde machen und so kann man natürlich die Ansicht haben, aber ich persönlich sage, ja, sollen die machen, ist ihr Ding, ich verpfeife auch niemanden, vor allem nicht von meinen Freunden, sage ich jetzt nicht, hey, please, hey, meine Freunde nehmen Drogen, sondern, ja, müssen die halt von sich selber wissen, ne. Und auf die Droge an. Ja, gut, na, gut, dann komm doch auf die Droge an. So, ich muss sagen, bei Koks oder ja, oder bei Meth oder so, dieses Crocodile, wo du dich auffrisst, wo deine Arme oder dein Fleisch zergeht. Gut, bei so harten Sachen, gut, dann ist vielleicht noch ein bisschen was anderes, stimme ich dir zu. Aber bei jetzt, wie gesagt, so Sachen wie, weiß ich nicht, Gras, Alkohol auch. Auch in Maßen, wenn du jetzt ein, zwei Bier trinkst, okay, ist jetzt auch nicht schlimm. Und wenn du dich jetzt voll kippst, so, ne? Oder mal eine LSD, oh Gott, LSD oder, oh nein, ich bin tot. Gut, ne, da bin ich auf jeden Fall bei dir, so Heroin und sowas. Gut, da muss ich wirklich sagen, bin ich, finde ich nicht cool. Auch nicht in geringen Mengen, weil das halt schon krass ist, so Heroin, Crocodile, so, das ist schon Meth, so. Da bin ich dann nochmal ein bisschen sensibler schon, aber jetzt bei der so LSD, Ecstasy, Gras, Alkohol, so diesen mittelschlimmen Drogen. Ah, wieso die so ultra krassen Sachen finde ich auch schon heftig. Aber auch da, jedem das seine, so ich kann es einem nicht so, also ich habe ja keine Verantwortung über die Person so, ne? Aber das finde ich schon heftiger natürlich. Pep oder so, genau. Ist alles harmlos, wenn man sich zügelt. Ja, sehe ich auch so. Sehe ich auf jeden Fall auch so. So, am besten ist natürlich, wie gesagt, Kinder, ich will ja keinen auffordern, irgendwas zu nehmen. Natürlich ist am besten immer, das ist ja ganz klar, ne, trinkt Wasser, esst Obst, macht keine Drogen. Ist immer am besten, natürlich. Ne? Wenn ihr trotzdem sowas macht und ihr sagt, hey, ich will mal ausprobieren, bin neugierig, was macht denn das mit einem? Dann informiert euch vorher, guckt, okay, was macht die Droge, was sind Nebenwirkungen, was sind die Langzeitfolgen, was sollte ich nicht tun? Auch nochmal da kurz zur Empfehlung, gibt es einen super YouTube-Kanal drüber. Ja, Open Mind, der ist genau dafür da. Der hat auch eine 500.000 Abonnenten, ist ein relativ bekannter Kanal. Genau über sowas macht er halt, ne? Der probiert verschiedene Drogen aus, guckt sich an, Meth mit 14, redet über so Stories und sowas, wenn ihr euch für sowas interessieren solltet, dann schaut da vorbei. Ketamin-Test, der testet verschiedene Drogen aus und so, ne? So, MDMA, mein größter Fehler, ich zerstöre mich selbst oder keine Ahnung, ne? Viele verschiedene Videos, einfach alles über Drogen. Wenn man sich dafür interessieren sollte, dann ist das der richtige Kanal für euch. Aber wie gesagt, am besten natürlich ist klar, nehmt gar nichts, trinkt Wasser, Obst, geht raus, macht Sport, ist ja logisch, ne? Gegen dir bin ich Level-Up-süchtig, das ist natürlich auch nicht gut. Energy ist genauso eine Droge, Koffein ist natürlich nicht so schlimm wie irgendwie Meth, aber Energy kann euch auch süchtig machen, wenn ihr es übertreibt. Genau wie, weiß nicht, alles andere auf der Welt. Macht's alles in Maßen, ne? Die Dosis macht das Gift. So, einmal Energy die Woche, chillt, ist entspannt. Jeden Tag wird irgendwann kritisch auf Dauer. Einmal Alkohol am Wochenende oder einmal einen Wein trinken so. Zum Beispiel zu meinem Geburtstag, kann ich euch auch ehrlich sagen, zu meinem Geburtstag habe ich auch Wein getrunken. So, wir haben uns, nee, war das denn? Nee, das war ein Tag davor so. Ich glaube, quasi das, ja, nicht reinfeiern, aber wir haben, ich glaube, zur Nacht von meinem, nee, war das da? Ist auch egal, auf jeden Fall so dieses Geburtstagswochenende habe ich auch Wein getrunken. Eine halbe Flasche, glaube ich. Einmal, wenn ich einmal im Jahr oder einmal alles halbe Jahr eine halbe Flasche Wein trinke, ist jetzt nicht so schlimm, wie wenn man es regelmäßig jede Woche oder vielleicht sogar jeden Tag macht, ne? Die Dosis macht das Gift. Ich finde Level Up Kacke, hoffe, werde nicht gebannt. Nö, Digga, wenn das deine Meinung ist, Bruder, dann wirst du nicht gebannt dafür. Du hast ja nur geschrieben, du hast ja nicht geschrieben, ne? Irgendwie das beleidigt oder so, hast geschrieben, ich find's kacke, ist deine Meinung. Und die respektiere ich und der Chat auch und die Mods auch, ne? Und ja, ist ja in Ordnung. Muss ja nicht jeder gut finden, wenn man sagt, oder generell, ich finde auch, dass Energy ist auf Dauer, wenn du jetzt jeden Tag Energy trinkst, finde ich es auch kacke. Ne? Aber ich persönlich finde, wenn man es einmal die Woche, zweimal die Woche vielleicht trinkt, dann finde ich es nicht kacke. Ja, das ist ja deine Meinung, ist ja in Ordnung, kannst du ja. Ich mag Level Up auch nicht, ne, ist ja auch in Ordnung, muss ja auch nicht jeder mögen. Ne? Viele mögen auch, viele tatsächlich, die sogar jetzt hier im Stream sind, mögen sogar League of Legends nicht. Das ist auch in Ordnung. Nicht jeder muss alles mögen. Oh, scheiße, oh nein. Jetzt bin ich, habe ich auch mein Aimbot, oh nein. Scheiße, ey, bitte reporte mich nicht bei Twitch. Jetzt, das Ding ist, manchmal sieht man mein Aimbot. Man zielt auf dich, pass auf. Ah, scheiße, jetzt habe ich es. Jetzt ist es raus, Jungs. Jetzt ist es raus. Aimbot liegt. Ich gehe lieber schnell, weil dann triggert er nicht. Der triggert nur, wenn man mich sieht. Ich muss schnell weg hier. Ich muss ganz dringend los.